Das Konzert umfasst Werke italienischer Komponisten der frühen Neuzeit sowie drei neu geschriebene Werke für Ensemble Phoenix Munich von zeitgenössischer Komponistinnen. In seiner multimedialen Ausrichtung thematisiert das Projekt die Sichtbarkeit des Weiblichen auch in ihrer Ambivalenz zwischen Ikonisierung, Verklärung einerseits und der Möglichkeit der Äußerung andererseits. Die Neukompositionen beziehen sich auf das Tablaturbuch von Henriette Adelaide.